Und das Spiel ist freigegeben. So, der SGV stößt an. Schauen wir mal, was sie sich vorgenommen haben. Roland Seitz weiß natürlich um die Qualität des Gegners und wir starten hier in die Begegnung direkt erstmal mit einem krassen Zusammenprall nach wenigen Augenblicken. Und nochmal Tomic, nochmal auf den ersten Pfosten und er wird gefährlich. Ping-Pong im 16er und der Ball ist drin. Der Ball liegt im Tor. 10. Spielminute, keine Ahnung, wer es war. Da wurde aber massiv gestochert. Ihr Reisig ist mit drin, Zögler, Senkbeil war's. Kilian Senkbeil, der Innenverteidiger. So, wieder David Tomic. Wir denken 90 Sekunden zurück. Da ist hier das Tor auch nach einem ruhenden Ball gefallen. Mauersberger und hinten lauert Kehl Gomez, aber lauert auch im Abseits. Vorgehoben, auch die ja, erfahrene Achse auf dem Platz. Aus Zögler, Kehl Gomez, Fahne bleibt unten. Ja, Mohn macht den Schritt wieder zurück auf die Linie. Gier bedient Zögler. 2-0, so schnell kann's gehen. Klasse gespielt. Und wie lange ist es her? Nicht mal eine Minute vielleicht, als ich gesagt habe, irgendwann ist es dann mal kein Abseits von Gerrit Gier. Und da startet er hier durch. Ist Mutterseelen alleine, bedient Zögler, der ist zwar von drei Weißen umringt, aber hat keine Mühe da einzuschieben. Nur ein bisschen, möglichst frontal auf eine Freiberger Stirnplatte oder auf den Fuß von Kehl Gomez. Ja, der Freiberger Keller trockengelegt. Stillgelegt. So, und jetzt Gerrit Gier. Der ist alles andere als still und der segelt da hinten rein. Wenn's läuft, dann läuft's einfach. Gerrit Gier zieht einfach mal ab und er ist so unglücklich abgefälscht. Auch noch vom Kapitän der Gäste, von Hans-Juraj Hartmann. Die eine Minute Nachspielzeit ist so gut wie vorbei. Christopher Raimund pfeift zur Halbzeit und was für eine. So, zweiter Ball bei Mauersberger. Der bringt die Flanke und der kommt Richtung langes Eck. Und da hält Marcel Zögler den Kopf rein zum 4-0. Nee, doch nicht. War es ein Eigentor? Okay, wir wissen es nicht. Was wir wissen, ist Flanke, Mauersberger, Kopfball, Verlängerung von Senkbeil. Oh, und dann ist es ein Eigentor. Kreative Ergüsse im Zentrum sorgen kann. Und auch Lukas Laux, also die beiden Stamminnenverteidiger. Und jetzt kommt erstmal Tomic und Mauersberger. Deutlich präsenter in den Zweikämpfen. Kreative, offensive Impulse und jetzt ist es vorbei. Applaus hier im Freiberger Vasenstadion und das geht völlig in Ordnung.